Vorsicht, dein Passwort ist Einige der Menschen, die das hier gerade sehen, werden für ihre Accounts eines dieser 10 Passwörter nutzen. Schämt euch. Aber bevor du jetzt denkst, haha, oh Mann, sowas würde mir nie passieren, auch dein Passwort dickerbenzer01 ist schlecht. Auch banan3 ist schlecht, auch der Name deines Hundes, deiner Ex oder deiner Lieblingsband mit ein paar Zahlen und einem Ad-Zeichen ist schlecht. Vor allem, wenn du dieses Passwort immer und überall benutzt. Viele wählen Passwörter auf der Basis von persönlichen Dingen. Zum Beispiel Menschen, die wir lieben, Hobbys und Interessen, Haustiere aus der Kindheit. An diese Dinge können wir uns sehr einfach erinnern. Wir alle nutzen die gleichen Begriffe, die gleichen Techniken, um uns Passwörter zu merken. Genau das macht es aber auch einfach, sie zu knacken. Wenn dein Passwort nur 6 Ziffern hat oder noch weniger und dann auch noch keine Sonderzeichen, kann man dein Passwort einfach mit einer Brute-Force-Attacke erraten. Deshalb Regel Nummer 1, mehr als 10 Zeichen. Eine Phrase wie, dieser Weg führt zu Quentins Haus, kann man sich einfach merken und ist gleichzeitig ein gutes Passwort. Benutz kein Passwort zweimal und mach sofort überall 2-Faktor-Authentifizierung an.